Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Hallo Skatfreunde, wir befinden uns in der zweiten von drei Zwölfer-Serien im Mai, Monatsfinale des Rocket. Und nach einer sehr guten 600er-Liste bin ich jetzt an Tisch 1 zusammen mit zwei anderen Spielern gesetzt, die auch ähnlich Punkte haben, also über 600. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob nach dieser soliden Basis das Reizverhalten hier ein bisschen solider wird. Logisch, wenn man 13, 1400 spielen muss, dann kann man es sich nicht erlauben, hier Spiele wegzulassen. Aber es muss jetzt natürlich auch nicht mehr jede Kirsche gereizt werden. Und insofern bin ich einfach mal neugierig, ob wir jetzt hier ein bisschen Solidität erwarten können. Es geht aber gleich gut los hier mit einem Null. Das ist natürlich verdächtig, wobei meine Karte ist natürlich nicht besonders gut gegen den 0 Herz. Wo ich die 7 habe, habe ich zu kurz und Pik 8 Dame auch nicht so schön. Ich versuche jetzt hier Kreuz zu öffnen, erstmal zu sehen, ob ich vielleicht den Kreuz König zu dritt oder so angreifen kann. Das ist aber nicht der Fall. Mein Partner hat noch den Kreuz König, zieht Kreuz direkt hinterher. Nun denke ich doch, dass der letzte Kreuz die Lusche noch beim Alleinspieler ist und habe dann mit dem Kreuz Buben die Möglichkeit, wenigstens einen Abwurf bei meinem Partner zu erzielen. So, jetzt bin ich natürlich nicht erfreut, dass er hier das Herz Ass zieht. Ich muss direkt die 9 geben. Wenn das jetzt auch die kurze Farbe ist, dann soll er jetzt bitte. Nein, er soll doch die Farbe wechseln, wo die Herz 9 von mir fällt. Ja, warum kommt er denn nicht auf die Idee, dass er sein Herz König gleich noch auf Kreuz abschmeißen kann? Jetzt bringt es mir auch nichts mehr, Kreuz Bube zu ziehen. Jetzt hat er meine Herz 7 schon rausgezogen. Wenn das tatsächlich so der Fall war, dass Spieler 3 hier auf 4 mal Herz steht ohne 7, dann hat er jetzt natürlich sehr viel Glück gehabt und ich sehe jetzt auch nicht mehr, wie der 0 noch gehen soll bei meiner Beikarte. Sei denn, Spieler 1 hat jetzt doch noch ein Herz, wo ich pieken. Nein, hat er nicht. Ja, Pik Bube auch noch, Pik Lusche Bube und ja, da fallen jetzt die Herzen und Herz. Viermal Herz ohne die 7. Also das war natürlich gleich ein absoluter Krüppel-Null und der konnte hier nur gewonnen werden, weil mein Partner nicht ganz aufmerksam war. Auf Herz Ass fällt die 9. Mensch, du sollst mich doch ernst nehmen. Die lege ich doch nicht freiwillig. Da durftest du nicht mehr Herz nachspielen. Gut, das zum Thema. Mal gucken, ob jetzt hier solide gespielt wird. Und auch hier im zweiten Spiel erhält Spieler 3 meine 18. Meine 18 waren auch mein einziges Gebot, denn 5 Trümpfe mit 2 und ein hohles Ass, aber mit nur einem einzigen Vollen im Blatt. Das Spiel hätte auch noch eine ganz gute Findung nötig gehabt. Und das riskiere ich wirklich nur, wenn ich bei 18 reinkomme. So, diesmal wird Pik gespielt. Das ist natürlich die Farbe, bei der ich am wenigsten mit einer Chance für uns rechne. Kreuz 8, 9 Ass und Karo Dame. Ich habe nur noch einen Trumpf und Karo Ass ist mein einziges Volles, also die Dame ist für mich jetzt nicht leicht zu spielen. Unterbleiben, wenn jetzt der Alleinspieler bedienen muss, sieht es natürlich extrem doof aus und besonders doof, wenn er sogar über kann, aber ich versuche doch den Vollen zu schonen und das war insofern richtig, als mein Partner tatsächlich keinen Karo mehr hat. Andererseits Kreuz 7 Abwurf deutet ja fast darauf hin, dass das ein sehr starkes Spiel ist. Da ist es so passiert. Ja, dann hat er Kreuz 10 noch oben, den 7 Trümpfer. Wir haben 32, mein Partner kann jetzt natürlich nicht mehr stechen und ja, da sind wir gerade rausgekommen. Also Karo Ass zu schonen war eine schöne Idee, hat in dem Fall aber gar nichts gebracht. Spiel 3 und da habe ich meinen ersten Ansatz. Ass 10 König 10 besetzt, Pik Bube. Aber jetzt 20 gehalten von Spieler 1. Ärgerlich, denn ich habe selber 2 7 im Blatt. Es wird wahrscheinlich kein 0 sein. Und insofern, was soll ich jetzt hier, worauf soll ich reizen? Auf Kreuz wohl kaum, auf Grang schwer, wenn dann der Spieler in Vorhand 3 Buben hat oder eine Farblänge hat. Und insofern auch der Herzhand geht nicht. Also sehr bedauernd passe ich jetzt hier das Spiel ein und dann gucken wir mal. Immerhin, Kreuz Ass, ein Trumpf voll ist schon mal nach Hause und dann habe ich natürlich mit 3 Trumpf, mit Karo Ass, 10 König eine sehr schöne Fortsetzung. Hier wird das Ass gestochen, klärt gleich die Karte.
Oh, Kreuzbube auch noch bei meinem Partner. Also wahrscheinlich ein Sechstrümpfer ohne Trumpf volles. Wir haben schon 26. Einen Trumpfstich habe ich natürlich mit dem Pik-Buben noch in der Hand. Jetzt geht der Spieler schon über die Dörfer. Oh, Pik-König. Also die Karte stinkt. Die Karte stinkt wirklich, denn das scheint ja hier so dieser Bluff zu sein, nach dem Motto, die 10 ist im Keller, hau einen rein und dann gewinne ich. Andererseits macht das in dieser Konstellation gar nicht so viel Sinn. Denn wenn es ein Sechstrümpfer ist, dann wird ja wohl die Pik 10 nicht im Keller sein aus Ass 10 König Lusche. Andererseits, wenn es ein Sechstrümpfer ist mit Ass König Dame Lusche in Pik, dann hätte der Spieler 1 hier einen bösen Bock geschossen, dann hätte er das Spiel leicht gewinnen können, wenn er Pik 8 oder 9 spielt, statt dem Pik Ass. Und insofern kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass mein Partner jetzt die 10 haben soll. Wenn mein Partner die 10 nicht hat und uns Spieler 1 hier nicht nur irgendwie mich noch vorführen will, dann kann es vielleicht auch sein, dass es nur ein 5-Trümpfer ist, Pik 10 tatsächlich im Keller ist und mein Partner noch einen Trumpf hat und mich jetzt, nachdem Karo Stechfarbe gefunden war, dass den Spieler in Mittelhand bringen wollte. Also das ist irgendwie komisch. Die Karte ist irgendwie vergiftet, so viel weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob jetzt Spieler 1 komisch gespielt hat oder Spieler 3. Ich muss mich jetzt entscheiden und ich glaube jetzt einfach nicht, dass mein Partner da noch rüber kann. Lege deswegen die Lusche, denn wenn die Pik 10 im Keller ist und der Spieler noch auf sowas wie Herz Ass Lusche oder so steht, dann gewinnt er natürlich in dem Moment sofort, wenn ich jetzt hier lade. Ah, und da fällt die Pik 10 bei meinem Partner. Dann hat mich der Spieler natürlich geleimt, deswegen sticht er jetzt auch hier Herz, hat also tatsächlich 6 Trumpf und 4 Pik. Und hat jetzt natürlich sehr glücklich gewonnen, weil die Situation da unübersichtlich war. Also das war schon irgendwie komisch gespielt. Er gewinnt das Spiel von alleine, wenn er Pik und da durchspielt. Ein Standardzug an sich. Und jetzt gewinnt er nur, weil ich die Situation nicht ganz richtig eingeschätzt habe, weil ich ihm dann so viel Dreistigkeit nicht zugetraut habe, erst sich das Spiel so dämlich zu verrollen und dann allerdings wieder mit dem Pik König clever noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also Spieler 1, den habe ich jetzt ein bisschen auf dem Zettel. Das ist einer von der Fuchskategorie, aber einem Fuchs, dem man ab und zu mal auf den Schwanz treten muss, damit er einen hier nicht auf den Arm nimmt. So, jetzt komme ich aber ins Spiel 4. 18 gehalten, immerhin den sechsten Trumpf gefunden, aber natürlich kein volles, keine Verstärkung in der Beikarte. Also die Beikarte macht mir hier echte Bauchschmerzen, vor allen Dingen, weil ich auch noch so viel Bilder mitschleppe. Gut, der Herzkönig kann sich als Stärke erweisen, aber Karo 10 Dame. Also gut ist die Beikarte nicht, deswegen entschließe ich mich jetzt hier vier Augen in Pik zu drücken und einfach darauf zu hoffen, dass die Karo 10 ihren Stich macht. Anders wird es wohl schwer. Und jetzt kommt gleich der erste Schock im ersten Stich. 4 Trumpf dagegen, Beispieler 1, das ist sofort zu sehen, deswegen wird das Trumpf Ass ja auch geschont, es fällt gleich der Bube und damit wird mit diesem Blatt das Spiel natürlich sehr, sehr schwer. Jetzt braucht es einen ausgesprochen glücklichen Verlauf. Und da kommt vielleicht meine erste Chance. Karo unter dem Ass gespielt, wahrscheinlich von Spieler 3 aus dem Ass zu dritt oder zu viert sogar. Und ich darf jetzt natürlich auf keinen Fall die 10 legen. Denn damit verrate ich alles und dann werde ich das Spiel auch nicht mehr gewinnen, wenn Spieler 3 noch einen Stich dann mit dem Karo Ass macht, beziehungsweise er kann das Karo Ass dann sogar trotzdem wimmeln und den Königstich behalten. Das kann ich nicht riskieren. Ich muss hier diesen Bluff spielen und das ist natürlich für Spieler 3 auch nicht leicht zu sehen. Es ist ja ganz klassisch, dass eine 10 gedrückt ist. Und das hat schon mal hingehauen. 28. Jetzt muss ich mal sehr präzise schauen, wie es weitergeht, denn ein Trumpfstich mit dem Buben ist natürlich noch draußen und da kommt Pik Dame, auch ein bisschen vergiftet. Wenn ich jetzt den Herzkönig abschmeiße, hinten das Pik Ass rausgenommen wird, sind es 46 und es ist ganz leicht und offensichtlich, dass dann Pik 10 oder Herz 10 gewimmelt werden kann. Also dann braucht Spieler 3 nur noch einen weiteren vollen. Von daher Abwurf Herzkönig verrät zu viel, kann ich mir nicht erlauben. Dann steht die Karte auf 60. Also stechen und wieder Trumpf oben unten und dann muss ich hoffen, dass ich den Herzkönig einigermaßen günstig loswerde.
So, wenn das Pik Ass jetzt fällt, wären es natürlich 43. Das wäre ungünstig. Ah, es fällt aber nur die Pik 10. Das ist glücklich auf 42. Damit kann es natürlich was werden. Jetzt wird mir das Pik Ass angeboten. Okay, das ist gut gespielt von Spieler 1. Das ist scharf gespielt. Damit hält er die Partie offen. Denn Abwurf Herz König kann ich mir jetzt natürlich nicht erlauben. Dann wird von hinten ein Bild gelegt und ich bin platt. Von daher muss ich jetzt stechen. Und es ist eben noch der Karo König unterwegs. Das heißt, mit Herz König, Herz 10 und Karo König sind noch 60 möglich. Ein weiterer Voller außer der Herz 10 ist nicht mehr drin. Jetzt muss ich also sehr genau auf die Bilder schauen. Und hier zu meinem Glück trennt sich Spieler 3 hier von der Karo 7, macht es mir damit leichter als sonst. Denn jetzt fange ich mit der Karo 10 natürlich den König. Also der Bluff hier mit der Karo Dame, der wirkt sogar noch weiter und macht es mir hier leicht. Wenn der Spieler 3 jetzt anders abgeworfen hätte, eben Herz abgetragen hätte und jetzt mir entsprechend nur die Karo Lusche gegeben hätte, dann müsste ich jetzt den Herz König spielen. Allerdings mit der Gefahr, dass Spieler 3 mich geleimt haben könnte und sich die Herz 10 blank gestellt haben könnte. Also so komme ich aber drum rum um diese Spielränzchen, kann ganz einfach von oben ziehen und gewinne mit 61. Puh! Das war natürlich ein ziemlich kurioses und glücklich gewonnenes erstes Spiel in dieser Serie. Und nachdem ich jetzt hier einmal durchpuste, kann ich auch in aller Ruhe wieder runterkühlen, denn die nächste Hand wird für mich nicht so aufregend. Keine Chance, hier mit Alleinspieler zu werden. So, bei Pik habe ich zwei Trumpf Luschen dabei. Erstmal nicht unbedingt die größte Hoffnung. Andererseits, vielleicht taugt ja jetzt meine Trumpflusche, um in Karo die 10 zu stechen. Und wenn das der Fall ist, dann traue ich meinem Partner sicher auch noch den einen oder anderen Buben zu, sonst wäre hier sicher ein Bube gekommen. So, es wird sogar Karo 10 bei meinem Partner, also kann ich erstmal wimmeln. 31. Und jetzt kommt die Trumpflusche noch zum Einsatz. Und ja, da Kleintrumpf vom Alleinspieler, glaube ich durchaus, dass mein Partner noch zwei Buben haben müsste. Insofern will ich jetzt auch nicht dem Alleinspieler in sein Herz Ass oder bestelltes Herz Ass einspielen, sondern schaue in Kreuz, was weitergeht. Das ist eigentlich ganz okay, auch wenn da 25er Stich für den Alleinspieler zu holen ist. Und ja, weil ich meinem Partner noch ein paar Trümpfe zutraue, traue ich dann dem Alleinspieler auch noch das bestellte Herz Ass zu, beziehungsweise ich muss es ihm zutrauen, sonst können wir sowieso nicht gewinnen. Also darf ich die Herz 10 noch nicht laden, sondern hier schön erstmal ein Bild, Karo Bube von meinem Partner, und da kommt auch sauber die Herz Lusche. Und ich habe hier richtig spekuliert, der Alleinspieler steht noch auf dem Herz Ass König, da kann ich wunderbar rausnehmen mit der 10 und jetzt Kreuz Lusche. Ja, wunderbar, genau so sollte es sein. Es war ein Fünftrumpfspiel nur, und das lief jetzt natürlich nicht glücklich. Drei Buben waren bei meinem Partner und vor allen Dingen aber ich als Zweitrümpfer komme dazu, den Karo König zu stechen, habe dann die Herz 10 hinter ihm bestellt stehen und das Kreuz Ass, also keine Wehr. Vielleicht war das Spiel auch dann in Mittelhand mit nur fünf Trümpfen, ohne dem Alten und gegen die Reizung einfach eine Nuance schon zu schwach. Ich habe jetzt hier wieder 18 geboten, bin erneut, ich will nicht sagen erleichtert, wenn man 18 bietet, will man das Spiel ja auch machen, aber es wäre natürlich auf jeden Fall eine gute Findung nötig und es würde vermutlich selbst dann ein knappes Spiel werden. Drei Asse und ein Buben, darauf habe ich 18 gesagt. Aber jetzt stinkt hier doch wieder irgendwas, denn mein Partner reizt noch bis 24, drei Reizungen am Tisch und nun wird ausgerechnet noch Kreuz gespielt. Also das kann doch irgendeiner, kann hier nicht ehrlich gewesen sein. Also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was jetzt passiert, wo ich zwei Seitenasse habe, das Trumpfass und noch einen Buben und mein Partner vor allen Dingen eben auch 24 gereizt hat. Also der kann ja nicht ernsthaft auch den Kreuz haben, aber dann ist er vielleicht in den Buben stark und will kein Null sich angucken. Woher kommt hier der Wind? Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Karo Bube, mein Partner hat lange überlegt, also der begreift das Spiel als Denksport, das habe ich jetzt schon gesehen, Spieler 3.
Das ist ja auch richtig. Von daher glaube ich aber, dass er den Stich nicht unbedingt hätte übernehmen müssen. Ich denke schon, dass er auch noch hätte unterbleiben können. Er wollte den Spieler aber in Mittelhand bringen. Das hat auch geklappt und wir haben gleich die Stechfarbe gefunden. So, wenn ich jetzt hier mit dem Herzbuben dranbleibe, werde ich natürlich die Farbe wechseln müssen. Aber mein Partner übernimmt das Spiel, führt mich durch das Spiel. Und er hat auch noch den Kreuzbuben. Also drei Buben dagegen, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er in Kreuz frei ist. Ich traue ihm allemal noch einen weiteren Trumpf zu, sonst hätte er im Aufschlag nicht so lange überlegt, dass auch die Reizung mit drei Jungs und Farbe frei hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr gereizt als die 24. Von daher hat Spieler 1 jetzt hier irgendwie zu kämpfen und da Karo König, ich gehe mal davon aus, dass er die Karo 10 auch noch in der Hand hat. Das muss jetzt mein Partner entscheiden, ob er seinen letzten Trumpf hier verstechen will oder ob er sich es leisten kann, Pik abzutragen. Dürfte dann aber schwer sein, vielleicht macht er dann keinen Stich mehr. Also er soll es entscheiden. Ich weiß ja nicht genau, ob der Alleinspieler vielleicht doch die Karo 10 im Keller hat und Pik Ass 10 zu dritt. Hat er aber nicht und das ist doch jetzt bitter. Kreuz ohne 5 verloren, aber ein bisschen auch selbst sich zuzuschreiben, zu ambitioniert gegen zwei Reizungen ohne 5 das Spiel zu halten. Ja, das ist doch irgendwie ärgerlich. Es ist ein sehr schmaler Grat, das muss man sagen. Risikospiele habt ihr mich auch schon machen sehen. Es ist aber natürlich was anderes, wenn man hier am ersten Tisch schon sitzt und über 600 gespielt hat. Da muss man ja zwei Reizungen, darf man dann auch mal ernst nehmen, zumindest ernst genug, um nicht mit einem Fünftrümpfer ohne 5 mit nur einem Seitenass um die Ecke zu kommen. Also das war viel zu frivol und nun ist Spieler 1 natürlich committed. Stehst du einmal so dick im Minus, dann bringt es dir ja auch nicht, plötzlich anzufangen, in die Defensive zu gehen, dann musst du erst recht Punkte holen. Also da müssen ich und Spieler 3 jetzt ein bisschen hoffen, dass wir noch ein bisschen Material bekommen. Sonst können wir uns jetzt den Sturmlauf von Spieler 1 angucken, der im Keller steht. So, die Spiel scheint besser zu sein. Spielt Trumpf oben unten. Das gefällt mir natürlich. Habe ich ja in meinem Video dem Letz auch erst erklärt. Aber in dem Fall, wo ich Pik blank aufgeschlagen habe, komme ich natürlich nochmal mit meinem Trumpf Ass zum Überstich. Jetzt habe ich natürlich trotzdem keine gute Fortsetzung. Ist wahrscheinlich nur ein Fünftrümpfer, vielleicht auch ein Sechstrümpfer, beides möglich. Ja, egal, wo ich reingreife, das kann kritisch werden. Von daher gehe ich jetzt in die Herz 10 zu dritt. Ja, gut, Schnitt mit dem König, wenig überraschend. Irgendeine Beikarte muss er ja haben. Und hier Herz Bube, es ist nur der Fünftrümpfer. Na, Kreuz Ass, dann wird das Spiel gewonnen. Ah, Kreuz 10 sogar blank. Okay, na dann kommen wir jetzt raus, weil Kreuz König im Keller war. Oder kriegen wir noch den Stich? So, Spiel 8. Wäre doch mal schön, wenn ich wieder eins spielen könnte. Der Ansatz ist da, 5 Trümpfe und 2 Asse, aber auch wieder Gegenreizung. Also schon unschön. Muss mir hier überlegen, ob ich ernsthaft über Richtung 36 reize. Das wäre dann schon wieder kritisch. Ah, komm aber für 23 ran und finde Kreuz Bube. Das ist doch jetzt mal ab. Erstaunlich oder erfreulich, auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel mit 10 Augen im Keller. Schaut es euch an, Herz 10 ist natürlich ein Traumaufspiel, der sitzt ja dann wirklich sehr gut, wie es ausschaut. Trumpf dagegen? Nein, auch das alles klar, die 10 nur behalten zum Stechen. 20 Augen, Abwurf 24, soll gern nochmal Herz kommen. Zwei Buben fehlen noch, also es geht nur noch um Schneider. Jetzt lege ich hier die kleine Falle aus, den König, ja, wenn übergestochen wird, perfekt, auf 30. Gut, wurde wohl nur übergestochen, weil die Buben verteilt waren, dann habe ich jetzt sowieso den Rest. Und achtes Spiel, zwei kleine gewonnene Farbspiele und schon am Tisch vorne. So schnell kann es gehen, diese Betspiele, die werfen einen einfach immer zu sehr nach hinten. So, wieder ein Ansatz. Hat natürlich eigentlich nur den einfachen Karo. Das Handspiel in Mittelhand, gerade gegen die 20 aus Vorhand, ja, kann leicht mal umkippen, aber man muss es wohl spielen hier, auch keine Frage. Sechsmal Trumpf mit beiden vollen und Seitenass farbefrei ist halt nur, wenn jetzt Herz zu dritt oder viert vorne steht, bei Spieler 1, wenn der ernsthaft den Herz gereizt hat,
dann kann das Spiel natürlich einen sehr unglücklichen Verlauf nehmen. So, Pik sehe ich natürlich gerne. Da schmeiße ich schnell ab und dann kann ich hier auf den Rückschub nochmal abschmeißen. Auf 17 Augen meine beiden Herz losgeworden, das ist doch ganz fair. Gut, noch eine Lusche habe ich auch nochmal mit. Ach, schaut an, hier nochmal und dadurch. Also entweder das Pik Ass schläft, sieht ja fast so aus, oder Spieler 1 hat hier unter dem, beim Handspiel unter dem Ass zu viert aufgeschlagen. Wie auch immer, ich kann mich freuen, ich habe auf 20 Augen meine Faulen alle losgeworden. Jetzt darf natürlich nur Trumpf nicht ganz schlecht stehen. Ich spiele jetzt hier doch den Buben, damit ich das Pik Ass, ja, da ist es tatsächlich, also es liegt nicht drin. Wollte natürlich vielleicht eher in Hinterhand kommen, dann hätte mir das nicht passiert. So aber bin ich inzwischen ja auch gegen 28. Wenn hier der Überstich kommt auf 42, ist das Spiel sicher gewonnen. Es ist dann nur noch ein Trumpfstich höchstens draußen. Gut, Kreuz Ass darf natürlich jetzt nicht gestochen werden, aber damit rechnet nach dem Verlauf ja auch keiner. So, Herz zugeschnappt, Trumpf. Oh, zwei Trümpfe im Stock. Dann hätte ich ja doch etwas höher eben stechen können, hätte ich sogar Schneider gespielt. Aber so soll man erstmal froh sein, dass man das Spiel gewonnen hat. 300, Beispiel 9, wunderbar im Geschäft. Und gerade habe ich mir vorgenommen, dieses Spiel hier nicht 18 zu halten. Da werde ich plötzlich angepasst. Ja, guckt es euch an, drei Buben. Wenn man anfängt, ernsthaft drüber nachzudenken, müsste man vielleicht passen. Aber andererseits, die beiden anderen wollten ja auch nicht spielen. Also da sollte doch was drin liegen. Da wird doch ein Ass oder ein Bube drin liegen. Also dann darf man schon wieder manchmal auch gar nicht zu sehr nachdenken. Einfach schnell 18 sagen, raufnehmen und Bube Ass finden. Ja, soweit die Theorie. Herz, Lusche und Karo Lusche. Nun schaut euch diesen Scherbenhaufen hier an. Gut, 6 Trümpfe in Herz kann ich machen, aber kein Ass in der Beikarte. Und eine Beikarte mit 3 Zwillingen, 10 bestellt, Bild Lusche. Also ein ganz übles Ding jetzt hier. Wenn ich es offen spielen müsste, würde ich wohl gegen keine Verteilung gewinnen. Jetzt muss es einfach ein bisschen glücklich laufen im Spielverlauf. Und um diesem Glück hier ein wenig auf die Sprünge zu helfen, habe ich mich erinnert, was ich den letzten mit dem Rätselhasen bei der Deutschen Meisterschaft diskutiert habe. Der erzählte mir nämlich von einem Spiel, das sah ganz ähnlich aus wie dieses. Da zeigt es sich, dass es manchmal gut ist, wenn man mit anderen Spielern auch mal so die Theorie durchkaut. Und der hat mir einen ganz heißen Tipp gegeben, wie genau diese Karte im Mai 2018 zu spielen ist. Da soll nämlich ein Bild und eine 10 gedrückt werden. Und jetzt hängt es natürlich an der anderen bestellten 10. Die muss natürlich hochgespielt werden, und um hier dem Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, werden wir mal ganz frech nicht Trumpf ziehen, sondern die Pik Lusche aufschlagen. Und das Schöne an dieser Karte ist, bei Farbspielen wird ja so selten fehl aufgeschlagen vom Alleinspieler, und wenn, dann ist meistens die 10 im Keller. Das heißt, meistens ist es der Anschiss, und da brauchen die Gegenspieler jetzt ganz schön Eier, um diesen Stich zu schnippeln. Also mit anderen Worten, hier der Versuch, in die Offensive zu gehen, nicht zu hoffen, dass sich das Spiel einfach günstig für mich entwickelt, sondern die Gelegenheit selber zu schaffen, das Spiel zu gewinnen. Und guckt euch an, soweit hat es schon mal hingehauen. Also Hartmut, schönen Gruß hier an der Stelle. Den Tipp von dir, den konnte ich verwerten. Jetzt gucken wir, ob das Spiel sich weiter positiv entwickelt. 41 nach 3 Stichen. Jetzt kann man fast sagen, so wie der Spieler 3 hier alle 3 Asse hinzieht, war es ja fast egal, wie ich nun aufgeschlagen hätte. Nichtsdestotrotz will ich es mir mal zugute halten, dass das eine ganz pfiffige Idee ist. Und jetzt darf natürlich nur noch im Trumpf nichts Böses mehr passieren. Ein Trumpfstich ist eingeplant. Da kommt er mit 8 Augen auf 49. Jetzt natürlich kein Überstich mehr. Ich hätte ja lieber das Herz Ass eben drin gesehen. Hätte ich schon Rest gehabt. Nein, es funktioniert. Kreuz 10 gestochen. Und da ist das Spiel ja jetzt sogar überraschend deutlich gewonnen mit 71. Hui! Das waren ja 2, 3 heikle Spiele, die alle ganz gut gelaufen sind. Nun soll ich jetzt das Glück auch nicht überstrapazieren. 18 habe ich trotzdem noch geboten, weiß auch nicht, das war vielleicht schon ein bisschen viel. Aber jetzt bin ich gut aus der Liste rausgekommen. Auch wenn sie noch läuft, kann ich das so sagen. Ich glaube, da habe ich ganz schön viel Glück in dieser Liste bei meinen eigenen Spielen gehabt und kann mit fast 400 auf jeden Fall rausgehen. Habe also jetzt schon über 1000, eine sehr solide Basis für das Turnier.
13, 1400, wie gesagt, ist das, was angepeilt wird. Also nichtsdestotrotz, auch die nächste Liste muss noch ordentlich laufen. So, während ich jetzt hier ein bisschen abschweife, weil wir uns hier so einen Turbo-Grang angucken. Da sind wir nur rausgekommen, weil Karo zu 5 dagegen stand und natürlich noch der Kreuz-König zu dritt. Also das Spiel wollte Spieler 3 sicher Schneider spielen. Diese Freude ist ihm hier nicht gegönnt. Auch Spieler 3 hat sich hier mit 3 bescheidenen Spielen, unter anderem diesem Krüppel 0, ganz gut im Geschäft gehalten. Er versucht es jetzt hier nochmal, aber jetzt will Spieler 1 es nochmal wissen. Ja, also wenn die erste Liste vielleicht gezeigt hat, wie gute Karten aussehen, dann diese zweite Liste zeigt vielleicht, wie mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Muzzle, aber auch mit ein bisschen Raffinesse die 0 gehalten werden konnte. Damit bin ich weiter im Geschäft und nun bin ich doch mal sehr gespannt. Das muss es doch jetzt sein. Das muss doch mal die Qualifikation für das große Rocket-Finale sein. Ein Platz unter den ersten 5. Mehr will ich ja gar nicht. Und ob das gelingt, das erfahrt ihr dann morgen.